Der gute alte Mel. Jetzt weiß ich auch, was du mit gefährliche Queste meintest. Aber warum zur Hölle kaufst du denn Gas beim Pfandleiher? Naja, Mel macht gute Preise und bietet einen schnellen, effizienten und sehr persönlichen Service. Oh, verstehe. Geklautes Gas, hm? Vielleicht. Okay, kein Problem. Hab gerade erst Geschäfte mit ihm gemacht. Gib mir eine Minute. Auf zu Mel. Denn, ich sage euch, die Quest ist richtig, richtig gefährlich. Aber es lohnt sich, wir kriegen dann als Belohnung einen legendären Gegenstand. Der ist so legendär, euch werden die Augen rausfallen, ja? Auf der Pfandleihe. Entschuldige mal, kann ich dich mal kurz sprechen? Hab grad Kundschaft. Ich komm gleich zu dir. Schon okay, ich wollte eh nur... Er sagte gerade, du sollst warten. Pass auf, dass er es nicht nochmal sagen muss. Weil sonst sag ich's dir nochmal. Oh, keine Sorge, nicht nötig. Du kannst also den Deal mit dem Rift klar machen. Na sicher. Wieso ist der endlich jetzt und zu einem sehr guten Preis. Ich sollte allerdings los. Eine Analoguhr stehen geblieben. Nö, der hört mir nicht zu, bis... Kleines Loch seitlich in der Uhr. Soll ich da meine Finger reinstecken? Ja, weil ich hätte eine Idee. Keine Ahnung, wofür die ist. Aber egal. Passt scheinbar. Genau, und jetzt... Ziehen wir das Ding auf. Okay, es ist Zeit. Die Lieferung kommt bald an. Ich gehe besser. Bis dann, Mel. Ach, der ist jetzt über die Pyramide gelaufen. Cool. Hi, Mel. Hey, Randall? Randall, klar. Wie kann ich dir helfen? Hast du noch mehr Ringe für mich? Eigentlich bin ich dieses Mal für jemand anders hier. Okay, dann schieß mal los. Ich weiß den Namen von dem Typen eigentlich nicht. Ist dieser Hotdog-Verkäufer, den ich gerade erst kennengelernt habe. Du weißt ja, ich... Aber egal, red weiter. Ja, also der Typ war hier, um eine neue Gasflasche zu kaufen. Aber wie sich rausstellte, war die, die du ihm verkauft hast, leer. Echt? Hast du eine Quittung? Klar habe ich die. Was denkst du denn, was ich für einer bin? Jemand, der Sachen verlangt, ohne überhaupt eine Quittung zu haben? Würde mich jetzt nicht überraschen. Hier, das ist Oha. Ich. Okay, also hier falsch verdächtigen. Weiß gar nicht, wie das passieren konnte. Ich werde sie heute vorm Dichtmachen auffüllen. Du kannst die da neben der Uhr haben, die ist voll. Danke, das ist sehr freundlich. Ich lasse die leere Flasche einfach hier. So, auf zurück zum Hotdog-Mann. Wenn du meinen wichtigen Gegenstand verpasst, mach dir keine Sorgen, du kannst immer zurück und ihn dir noch holen. Ich hoffe, deine Hotdogs sind vom Feinsten. War echt ein Kunststück, deine Gasflasche zu bekommen. Und ich habe einen echt wichtigen Anruf verpasst. Klappe zu und sieh dir das an. Schau mal, wie dem Trottelkopf die Nase vom Geruch heißer Würstchen zuckt. Muss was Angeborenes sein. Reiner Instinkt. Ja. Sieh mal, er kommt schon rüber. Wie von Zauberhand. Naja, hier als kleines Dankeschön ein Hotdog mit allem drauf. Und jetzt muss ich an die Arbeit. Mein Gefühl sagt mir, dass dieses Exemplar sich schon bald auf meinen Laden stürzt. Ich muss mich vorbereiten. Okay, klar. Man sieht sich. Oh yeah. Das ist der legendärste Gegenstand, den es gibt. Ein Hotdog. Ein Hotdog. Sieht lecker aus. Genau.
Oh mein Gott, Mary, ich bin so froh, dass Sie hier das Sagen haben. Ich muss da rein, wissen Sie, also entschuldigen Sie mich bitte. Sorry, Junge, ich bin nicht blöd. Sicher? Ist wohl nicht dein Glückstag. Wir können nicht einfach irgendwelche Leute von der Straße da reinlassen. Verdammt, ich bin nicht irgendwer, ich bin Ihr Freund, Randall. Was ist nun mit Ihnen passiert? Sie waren mal so cool. Naja, ich... Mary, mal echt, wir können nicht einfach ignorieren, was da in diesem feuchten Keller passiert ist. Da war etwas und mehr als nur Worte. Sie waren sogar mit ihrem Knüppel an mir dran. Und jetzt müssen wir so tun, als sei das nie passiert, okay? Wir müssen unser Leben... Dieser feuchte Keller war mein Büro, du Spinner! Und ich habe den Verdacht, dass seine völlige Zerstörung deine Schuld ist. Was? Also ob, also... Ganz ehrlich, das mit diesem Globus war nicht meine Schuld. Das waren die Züge, die vorbeifahren. Er muss sich ja nicht unbedingt so einen riesigen fetten Globus reinstellen, der sein ganzes Büro zusammenwalzt. Also, Mensch, Murray. Wissen Sie was? Ich versuch's mal mit umgekehrter Psychologie. Ich will nicht da rein, Murray. Wagen Sie es ja nicht, mich da reinzulassen. Ich will nicht. Ja, fast hätte es geklappt, Junge. Schade, dass du vorher mit dir selbst geredet hast. Ah, scheiße. Das war eigentlich für meinen Kumpel hinter der vierten Mauer gedacht. Ignoriere diese Mauer einfach und verzieh dich von hier. Bitte, Officer Murray, ein guter Freund von mir ist da drin und er ist in Schwierigkeiten. Und ich weiß, ich habe hier keinen herzlosen Bastard in einer Uniform vor mir. Wie wäre es mit diesem schönen Geldbündel für einen kleinen Schritt zur Seite? Du bist nur in der Lage, mich mit Respekt zu behandeln, wenn du mich bestichst. Du bist jämmerlich, Randall Hicks. Ich wusste, dass Sie meinen ganzen Namen kennen. Ich habe dieses gewisse Funkeln in Ihren Augen gesehen, als ich ihn zum ersten Mal sagte. Beim ersten Mal sagtest du, dein Name sei Lee Harvey Oswald. Okay, aber Sie haben dasselbe Gesicht gemacht. Das war's. Ich verschwende keine Zeit mehr mit dir, Junge. Ich wollte nur rein, weil ich lustige Brownies für alle dabei habe. Aber was soll's. Da drin gehen ernste Dinge vor, Junge. Das ist kein Spaß. Also tu dem Gesetz einen Gefallen und geh einfach nach Haus. Okay, ich werde auch mal halbwegs ernst und frag, was da eigentlich vorgeht. Ich kann nicht über Details reden, aber soweit ich weiß, ereignete sich der Vorfall in Matthew Griffins Wohnung. Das ist er. Das ist mein Freund Matt. Was zur Hölle ist passiert? Ich weiß selber nicht genau, aber ich kann nur Leute reinlassen, die ihm nahestehen. So, wie Verwandte. Ich bin sein bester Freund. Seine Freundin hat mich eben erst angerufen, damit ich herkomme. Ich weiß nicht, Junge. Du hast meine Gefühle verletzt, weißt du? Und wenn man alle relevanten Fakten bedenkt, kann ich dir einfach nicht vertrauen. Also, nein. Du kommst da nicht rein. Ich glaube dir nicht. Mach das doch weg. Mary, wie schon ein großer Österreicher einst sagte, ich komme wieder. Der Gedanke an einen muskulösen Österreicher hat sich schon etwas heiß gemacht, was, Mary? Kommen Sie, geben Sie es zu. Verschwinde, verdammt nochmal. Hau ab. Das ist ein Befehl. Ich will dein Gesicht nie wiedersehen. Okay, von mir aus... Gott nochmal, wenn ich doch nur ein Telefon im Inventar hätte, dann könnte ich Sally anrufen. Aber nein, das ist nur ein Stilmittel. Das klingelt wann immer das Schicksal, das entscheidet. Das ist scheiße. In diesem blöden Spiel kann man nur Anrufe annehmen. Tja, gewöhn dich dran, Randall. Wobei, ist eigentlich auch egal. Ich habe sowieso kein Guthaben mehr. Ich habe das Ding seit Jahren nicht mehr aufgeladen. Oh. Wahrscheinlich gebe ich einfach gern Videospielen die Schuld an allem. Ich muss da einen Weg reinfinden. Und, warum rede ich schon wieder mit dem Blödmann hinter der vierten Wand? Hau ab, geh weg, du zerstörst mein Leben. Dann ja, okay. Wiederum durch dich habe ich eine unverschämte Summe Geld bekommen. Ach zur Hölle, nee. Mein Leben ist plötzlich ein Abenteuer. Das könnte aber auch daran liegen, dass ich gerade meinen Job verloren habe. Das Geld lindert den Schmerz. Oh, Mülltonnen. Hey, warte mal. Okay, du kriegst noch eine Chance, aber diesmal verbock's nicht. Wer von uns beiden hat es hier verbockt, ne? Komm. Wenn es heißt... Nur nahestehende kommen rein, was mit Mats Geldbeutel. Das ist Mats Geldbeutel. Ja. Und den gebe ich mal Murray. Spinn ich? Oder ist das Matthew Griffins Brieftasche? Zeig mal her. Wo hast du die gefunden? Ja.
Er hat sie mir letzte Nacht anvertraut. Wie gesagt, ich bin sein bester Freund. Das reicht mir. Geh rein und sprich mit Sergeant Kramer. Der wird dich dazu befragen. Habe ich Schwierigkeiten, weil ich mit einem Irren befreundet bin? Das ist reine Routine. Genau wie das Gespräch in meinem Büro. Was? Wollen Sie damit sagen, Sie wollten sich gar nicht an mich ranmachen? Wen wollen Sie davon überzeugen, Mary? Mich oder Sie selbst? Lass mich einfach in Ruhe. Moment mal, da ist ein Polizeisperrband dran und ist einfach kaputt. Hey, hat jemand die Ghostbusters gerufen? Oh Gott. Randall, da bist du ja. Was zur Hölle ist los? Wo ist Matt? Denn ist ein Poster von Alien. Cops in der Küche. Und was genau will die Polizei hier? Was glaubst du? Hat's diesmal wirklich verbockt. Was für ein Arsch. Ich rede nie wieder mit ihm. Okay. Ist es noch schlimmer als damals, 2003, als er den legendären Messerkampf zwischen Schimpansen und Orang-Utans organisiert hat? Absolut. Echt? Vergiss nicht, dass einer der Affen die Typen von der Küstenwache gebissen hat und die dann alle Röteln bekommen haben. Wenigstens sah es aus wie Röteln. Randall, dieses Mal hat Matt es wirklich geschafft, dass ich unsere Beziehung ernsthaft in Frage stelle. Willst du damit sagen, das hier ist noch größer als damals, als er das größte Kotzomelett der Welt gemacht hat? Naja, er hätte schwören können, die Sache wäre für seinen Grabstein gewesen, aber dieses Mal... Es gibt keine Worte für... Keine Worte. Er hat's also wirklich getan? Er hat seinen Plan verwirklicht und ein echtes Lebewesen in seinen Kylomatic 9000 gesteckt? Noch nicht. Aber ich habe dauernd diese Albträume, in denen ich den Kühlschrank aufmache und er steht drin in Kryostase mit einem Zettel dran, auf dem steht... Ich will eine Zukunft sehen, die von Maschinen beherrscht wird. Ja, das klingt nach ihm. Und ich hab's so satt. Ich will sowas nicht den Rest meines Lebens ertragen müssen. Naja, ist ja nicht ganz so lang, sondern nur bis er sich einfriert. Diese Maschinen-Zukunftssache ist wirklich ein großes Ding für ihn. Und damit meine ich wirklich jede Zukunft. Die, wo Maschinen Menschen als Batterien missbrauchen, die, wo man aus Menschen Soylent Green macht, die, wo Leute als Laborratten benutzt werden, du weißt schon, mit Portalen, Würfeln und Knüpfen. Ich halte das einfach nicht mehr aus. Ich bin ein guter Mensch, ich habe das nicht verdient. Warum gehst du nicht einfach in die Küche und schaust dir sein Meisterwerk an? Ich muss über eine Menge nachdenken. Okay. Bist du okay? Möchtest du vielleicht ein Teleskop entenbügeln? Vielleicht heitert er dich auf. Geh einfach in die Küche. Ich glaube, Matt braucht jetzt einen Freund und das mehr denn je. Okay, dann gehen wir mal in die Küche. Oh, ein Rocky Flipper-Automat. Was geht hier verfickt nochmal vor? Oh. Und wer zur Hölle bist du? Der Poolboy. Eine Toga-Party. Mir wurde erzählt, hier gibt's eine Toga-Party. Schau an, wen haben wir da? Einen Vollidioten, der sich für clever hält? Findest du dich etwa witzig? Ja, das finde ich wirklich. Ich mag Toga-Partys einfach. Ist das ein Verbrechen? Schätze, Officer Murray hat dich hergeschickt, weil er dachte, du könntest eine Hilfe sein. Jetzt pass mal auf. Nur weil du irgendwie um diesen inkompetenten Barbecue-Liebhaber rumgewieselt bist, heißt das nicht, dass du dasselbe mit mir machen kannst. Du wirst meine Fragen beantworten oder ich brech dir die Nase und sag einfach, du wurdest tätlich. Und ja, ich bin einer von diesen Cops. Kommen Sie, Sergeant Kramer. Lassen Sie den Jungen in Ruhe. Kümmere dich um deinen Scheiß, Ned. Fotos und Fingerabdrücke. Ich kümmere mich um diesen Punk. Und der wundert sich, wieso wir ihn nie anrufen, wenn alle was trinken gehen. Fick dich, Ned. Als wenn ich Bock auf eure scheiß Mädchenpartys hätte, wo ihr Duftkerzen aus dem Bodyshop anmacht und euch gegenseitig die Intimzone entart, während ihr rumkichert und euch gegenseitig eure intimsten Geheimnisse anvertraut. Oh,
Jetzt versuchen Sie also der Spaßvogel zu sein, aber ich schätze, das Ding im Ofen ist die Leiche meines Freundes. Und trotzdem ist das, was ich gerade viel verstörender finde, die Tatsache, dass Sie so viel darüber wissen, was auf Pyjama-Partys abgeht. Hör genau zu, ja, du Made. Ja, das finde ich gerade auch. Du erzählst mir jetzt besser, wer du bist und was du hier machst. Oder du verbringst die Nacht in einer Zelle, wo du den schönen neuen Namen Susan bekommst. Deine Entscheidung. Ich bin Randall Hicks und das hier ist die Bude von meinem besten Freund. Ich bin hier, weil seine Freundin mich angerufen hat. Meine Lieblingsfarbe ist Orange, ich mag Frühlingsrollen und Regentage. Ich hasse Erbsen und Filme, die andere Filme kopieren. Und wenn ich eine Schildkröte finde, die auf dem Rücken in der Wüste liegt, würde ich sie wahrscheinlich essen, weil ich sicher hungrig vom vielen Wandern durch die Dünen bin. Zufrieden? Check dein Voight-Kampf, Kumpel. Ist alles wahr? Sie sind also Matt Griffins bester Freund, Mr. Hicks. Ist das Ihre endgültige Antwort? Ich frage nur, weil Mr. Griffin Sie in seinem Abschiedsbrief erwähnt hat. Damit ist es also offiziell? Die Leiche da ist Matt? Seine Freundin hat die Leiche identifiziert. Sally? Aber sie hat mich doch angerufen. Ich habe doch mit ihr geredet und sie hat nie was von Tod gesagt. Das Mädchen ist ziemlich durch den Wind. Sie weigert sich zu akzeptieren, dass ihr Freund tot ist. Das nennt man auch die Phase des Leugnens. Das weiß ich selber, Ned. Ist trotzdem das erste Mal, dass ich gesehen habe, wie ein Mädchen die Leiche ihres Freundes anschreit und ihm sagt, er soll die Sauerei selber wegmachen. Wenn ihr zwei mit Plaudern fertig seid, mache ich mal weiter mit der Befragung des Verdächtigen. Wow, Verdächtiger? Sie sagten doch gerade, es gab einen Abschiedsbrief. Ja, den gibt es. Aber um ehrlich zu sein, stehen Sie da in keinem guten Licht, Mr. Hicks. Aha. Was genau steht denn drin? Sie würden wohl echt gern wissen, was Ihr bester Freund da über Sie geschrieben hat, was? Einfach um zu wissen, ob es Sie belastet oder nicht, hm? Hören Sie, Kumpel, ich habe nichts Unrechtes getan. Ich war den ganzen Tag auf Arbeit. Und womit verdienen Sie Ihr Geld, Kumpel? Ich bin Kurier für Amazon Express. Wobei... Das kam jetzt etwas zögerlich, Söhnchen. Wird Amazon dein Alibi denn bestätigen? Ehrlich gesagt wurde ich heute Morgen gefeuert. Er hat mich halt rausgeworfen, aber das hatte hiermit nichts zu tun. Na sowas. Aus der Traum von den schönen Lederstiefeln mit den Fransen und Nieten. Hey, was? Woher wissen Sie das? Na los, Schätzchen, raus damit. Was hast du getan, nachdem er dich gefeuert hat? Ich hab versucht, einen neuen Job zu finden. Ach ja? Wo? Naja... Oh, so wie in Baywatch. Ja, Baywatch kenne ich auch. Ich hab's bei den Marines versucht, aber die haben mich abgelehnt, weil ich ein träges Auge hab. Junge, du würdest nicht mal 20 Minuten bei den Marines aushalten. Und jetzt tritt er die... Ja. Wow. Nur, dass Sie es wissen, ich habe die ganze Marine Squad Revenge Saga durchgespielt und 78 Mal Full Metal Jacket gesehen. Ich bin mehr als bereit. Ein Scheiß bist du. Du weißt nicht, wie es ist, eine blutgetränkte Uniform auszuziehen. Du weißt nicht, wie es sich anfühlt, ein Bajonett in die Brust eines Feindes zu stoßen. Du kennst ihn nicht. Den Geruch von Napalm und brennendem Fleisch. Du bist nur ein dummes, größenwahnsinniges Kind. Sie waren bei den Marines, Sergeant? Hey... Ich dachte, wir wären uns alle einig, wie ein Verhör läuft. Ich erklär's mal. Man befragt den Verdächtigen, nicht den Beamten, kapisch? Der Tag, an dem wir beide über Militärerfahrungen reden, ist der, an dem die Welt untergeht. Ja? Also ich habe heute erst gelesen, dass wir so in 2 Jahren mit der Apokalypse rechnen können. Herrgott, Schluss mit dem Schulhofgeplapper. Mich interessiert deine Meinung Scheiß. Außer sie hat mit Blut oder Fingerabdrücken zu tun. Und genauso wenig interessiert mich, was du im Cosmo gelesen hast. Ich hoffe, ich muss mich nicht wiederholen. Kapisch? Verstanden, Sergeant. Wir haben unseren Bericht schon abgegeben. Das Blut ist von dem Opfer und die einzigen Fingerabdrücke sind von Mr. Griffin und seiner Partnerin. Wir sind hier fertig. Das hier ist eindeutig ein Selbstmord. Aber wenn Sie weiter den Jungen quälen wollen, dann bleiben Ted und ich einfach hier und kümmern uns um unseren Kram. Schön, aber redet nicht mit mir, bis ihr morgen wieder im Dienst seid. Kapisch? Das letzte Capiche war etwas zu viel. Ja, definitiv eins zu viel. Wie auch immer, machen wir mit unserem kleinen Plausch weiter, Susan. Oh Gott, der war dann Susan. Ich wollte immer ein Rettungsschwimmer werden, so wie in Baywatch, aber die Küste ist einfach zu weit weg. Allein die Vorstellung, wie du versuchst, andere Leute zu retten, würde mein Hirn schmelzen und es mir zu den Ohren und der Nase rauslaufen lassen. Leben retten? Wovon zur Hölle reden?